Ich habe früher, also als Kind, habe ich in der Klosterneuburger Straße gewohnt, im 20. Bezirk, in einer relativ typischen Gemeindebauanlage aus den späten 20er Jahren. Ich habe unser Haus, in dem wir gewohnt haben, immer als etwas Dunkles wahrgenommen. Das war dunkelbraun, es war leicht abgefackt in die Jahre gekommen, nicht saniert. Ich habe zwar die Wohnung total gern gehabt, aber das Haus hatte für mich ein bisschen was Böses. Der Schulweg beginnt, wenn man aus dem Haustür rausgeht und die Mutter sagt, hast du alles mit, es ist kalt, hast die Fäustlinge vergessen, schon wieder den Schal vergessen, hast du jedes Federpenal mit. Also dieses Ritual ist schon Schulweg eigentlich. Das Kind will weg und zugleich wird es noch aufgehalten. Und man merkt natürlich in Wirklichkeit nach 100 Metern, dass Gegenwind ist und minus 6 Grad und eine Haube gut wäre. Ich bin aufgewachsen im Gemeindebau in Meidling zwischen Ahnstraße und Schönbrunnerstraße. Und das war so ein typischer Gemeindebau der 60er Jahre, der späten 60er Jahre, mit sehr niedrigen Raumhöhen und mit einer Hofsituation mit wenigen Grün und es war damals auch nicht betretbar und einem kleinen Kinderspielplatz mit so Stangen, Eisenstangen und einer kleinen Sandkiste. Und eigentlich war das große Ereignis dann immer die Klopfstange bei den Mülltonnen. So, das war unser Freizeitraum. Die Klopfstange, das gab es damals auch noch, um die Teppiche auszuklopfen. Ja, das war einfach für uns Kinder ein optimales Turngerät und ich weiß nur, dass Kinder, wenn sie wenig zur Verfügung haben, dann sehr fantasievoll damit umgehen. Und wir sind da drauf geklettert, haben Turnübungen gemacht, haben Felgeaufschwung geübt und das war eigentlich unser Bewegungsraum. Also die Möglichkeitsräume, die durch Toreingänge, Sockelzonen, Kellerfenster, man sieht natürlich zum Beispiel in Kellerfenster hinein und schaut nochmal durch, ob man irgendetwas ausmachen kann, was in dem Dunkeln sich verbirgt. Ja? Also dieser Blick in diese untersten Zonen und manchmal gab es auch an einer Stelle, glaube ich, irgendeine Art von Wohnung im Kellergeschoss. Das Besondere an meinem Schulweg und das Gefühl, das ich dabei entwickeln kann, ist die Jahreszeiten. Denn ich hatte ja in der Hauptsache diesen Weg, die Trautmannsdorfgasse runter zur Maxingasse und einmal um die Ecke auf den Hietzinger Platz. Aber zugleich hatte ich auch dieses Erlebnis dieser besonderen Bäume, die in diesen Ecken gepflanzt waren. Das heißt, ich ging an Birken vorbei, ich ging an Ahornen vorbei, ich ging an den duftenden Linden vorbei, die dann im Juni, Juli wunderbar die Gasse auch im Geruch verändert haben. An der öffentlichen Straße stand an der Spitze des Hügels eine Villa von Josef Oman. Ein Tor war aus Schmiedeeisen, wo große Augen integriert waren, so wie Eulenaugen. Und als Kind dachte ich immer, hier beobachtet mich jemand und schaut, ob ich auch meine Aufgaben gut mache. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann einmal das Thema anstand oder ich das gesagt habe, ich will jetzt allein in die Schule gehen. Und dass zunächst einmal meine Mutter mit mir so ein Spiel gespielt hat, dass sie gesagt hat, okay, du gehst jetzt allein zur Schule und du gehst jetzt vor und ich gehe 20, 30 Meter hinter mir und gehe dir einfach nach. Und das war okay und offenbar dürfte ich diese Prüfung gut bestanden haben. Weil irgendwann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag bin ich dann allein zur Schule gegangen und war total stolz, dass ich das geschafft habe. Und Jahre später habe ich eben erfahren, dass an dem allerersten Tag, wo ich dann scheinbar ganz allein in die Schule gegangen bin, meine Mutter mir gefolgt ist, ohne dass ich es wusste und ohne dass sie es mir gesagt hat. Und sie offenbar hinter mir so, hinter den Bäumen und hinter den parkenden Autos so auf der Pirsch war. Und immer von einem Versteck zum nächsten gehüpft ist, um zu folgen, ob alles in Ordnung ist. Meine Volksschulwege waren immer alleine. Ich hatte zwar einen jüngeren Bruder, der dann auch in die Volksschule ging, aber ich hatte es immer hingekriegt, ab und zu
muss ich das auch so sagen, meine eigenen Wege zu gehen. Das heißt, der Schulweg ist für mich eine persönliche, träumerische, poetische Erfahrung gewesen, die ich bis jetzt für heute als etwas in Erinnerung habe, das ich nicht missen möchte. Der Schulweg bietet sich natürlich an, ne, weil zu Hause wird man irgendwo überwacht, ne, und in der Schule wird man auch irgendwie überwacht. Also bietet natürlich der Schulweg Möglichkeiten, etwas Verbotenes zu tun, weil man da nicht notwendigerweise überwacht wird. Eines Tages hatte ich Zünder von zu Hause mit Streichhölzer von zu Hause mitgenommen und habe dann einen Freund, Schulfreund, unterwegs getroffen und wir haben dann begonnen, in irgendeiner Ecke trockenes Laub und Papierteilchen anzuzünden. Und das waren halt nur kleine Flammen. Entweder hat uns ein Elternteil gesehen oder Mitschüler, jedenfalls wurden wir dann verpetzt und dann hat es eine Eintragung ins Mitteilungsheft und eine Vorladung der Eltern gegeben. Also ich bin ja bei meinen Großeltern eben aufgewachsen, wirklich so wie eine männliche Heidi im kroatischen Bergdorf, 20 Seelendorf, das war in jeder Hinsicht natürlich ein Kulturschock. Also jetzt, ich konnte die Sprache nicht, die habe ich mir in der ersten Volksschulklasse erlernen müssen. Und eben, das war nicht nur sprachlich und kulturell jetzt ein Schock, sondern es war auch jetzt von der Wahrnehmung von Umgebung ein Schock, weil ich kam aus dem Bergdorf nach Wien. Also wir sind ursprünglich aus dem Irak hergezogen und dadurch, dass meine Oma schon und mein Onkel, die waren schon in Wien, hatten wir dann die Möglichkeit, nach Wien zu kommen. Also ich habe noch ältere Geschwister, die sind auch im 20. in die Schule gegangen, aber die sind immer mit der U-Bahn gefahren. Und ich weiß noch, als Kind wollte ich immer mit der Straßenbahn fahren und ich habe mich immer gewehrt, mit ihnen mitzugehen und bin mit dem 5er dann in den 20. Bezirk gefahren. Und das habe ich, also ich fand das war für mich wie ein Abenteuer, irgendwie mit der Straßenbahn durch die Stadt. Und es war witzig, weil ich die Stationen gezählt habe, weil ich nicht genau wusste, also noch nicht die Sprache gesprochen habe. Da habe ich jede Station gezählt und dann wusste ich, es waren so 15 Stationen oder 10 Stationen und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich aussteigen. Was ich jetzt mit dem Weg in die Schule verbinde, ist vor allem, dass ich jetzt super, super pünktlich, ja nicht zu spät in die Schule komme. Und es war meistens so, dass ich dann wirklich viel zu früh sogar in der Schule war, manchmal sogar eine halbe Stunde davor und dann einfach nur gewartet habe. Also wirklich nur warten, bis jemand die Tür aufmacht und bis ich jetzt endlich hinein kann. Auf meinem Schulweg hat Zeit eigentlich wenig Rolle gespielt. Das kam aber auch daher, dass die Schule, in die ich gegangen bin, eben ein alternatives Konzept hatte und da gab es auch dieses Pünktlichsein nicht so. Also ob ich da um 8 oder um 9 gekommen bin, war egal. Es war alles sehr unbeschwerlich und ich habe das sehr genossen, den Schulweg. Also ich stand nie unter Zeitdruck. Meine Schule war eben im WUK situiert, einem alten Backsteingebäude mit einem sehr großen Eingang. Man kam da hinein und ging durch einen kleinen Gang durch. Links war eben dieses Beisel und rechts war ein kleines Büro. Und dann gab es eine große Tür zum Innenhof. Wir haben da wirklich viel Zeit einfach in diesem WUK verbracht und die Künstler besucht und im Beisel was konsumiert sogar. Und also wir sind in die Altpapiercontainer geklettert und haben dort gespielt. Also wir haben immer viel Spaß gehabt auf diesem Gelände, in diesem Raum. Das war ein schönes Jugendstil-Stiegenhaus, also wirklich mit breiten, runden, geschwungenen Treppen. Also ich kann mich sogar erinnern, dass ich einmal im Stiegenhaus geschwänzt habe. Also das war allerdings in der Volksschule. Also weil ich nicht gewusst habe, wo ich hingehen soll, na, weil ins Kaffeehaus konnte man als Kind halt alleine nicht gehen. Und dann bin ich einfach habe ich geschwänzt im Stiegenhaus und bin halt von einem Stockwerk ins andere gegangen. Da war noch so ein alter Holzlift und da musste ich dann natürlich den an- und abfahrenden Parteien immer tunlichst aus dem Weg gehen. Ne? Und ja,
Ich bin eigentlich immer mit meinem besten Freund gegangen, dem Thomas, der unter mir gewohnt hat in der Wohnung. Es waren so richtig schöne so 60er-Jahr-Wohnungen, wo man alles durchgehört hat. Da haben wir oft nur gesagt, Gemma, wir haben das gehört. Mein Bruder, der war ja älter, ist auch immer mitgegangen. Und dann waren wir mindestens zu dritt, wenn nicht zu viert oder zu fünf manchmal. Und hatten natürlich auch Konflikte und hier und da mussten wir ein bisschen raufen. Und das war ganz normal eigentlich. Und vor dieser Kreuzung, vor der Rotundenbrücke, das war der große Treffpunkt. Da kamen dann alle Freunde, die Alexander und der Christian von rechts, die Monika von weiter hinten, die Katharine auch von rechts und von links kam dann noch jemand anderer und da hat man dann auch gewartet. Also das war sehr selten, dass unsere Gruppe da nicht angeschwollen ist auf mehrere Personen. Und da ist es dann eigentlich lustig geworden, da beginnen die witzigen Erinnerungen. Und dann ging es eben über die Kreuzung drüber, über die Rotundenbrücke, über den Donaukanal drüber, wieder bis zur nächsten Ampel. Und bei der nächsten Ampel haben sich dann die Kinder vom zweiten, also das war die Bezirksgrenze, also wir sind vom dritten Bezirk in den zweiten Bezirk rübergegangen. Wir waren die dritte Bezirkkinder und nach der Brücke haben wir dann die Kinder vom zweiten Bezirk getroffen. Also mein Schulweg in die Volksschule war ziemlich kurz. Von dem Punkt, wo ich weggegangen bin, nämlich der Haustüre, bin ich erst einmal eine Treppe runtergegangen bis zum Gartentürl, weil wir in einem Einfamilienhaus gewohnt haben. Dann bin ich an den geparkten Autos vorbei über die Straße gegangen und dann bin ich gegenüber eine Treppe hinuntergegangen und die hat eigentlich den Hauptteil des Schulwegs ausgemacht. Ja, na und das berühmte Spiel ist natürlich, das beste Spiel ist ja natürlich immer auf dem Handlauf nach unten rutschen. Ja, das war schon ziemlich, da konnte man schon ziemlich Tempo aufnehmen, Fahrt aufnehmen, weil der war lang. Das habe ich gern gemacht. Bei der Volksschule, da hat es ein Messergeschäft gegeben. Und da ist immer so ein, das war ein Geschäft so voll mit Messern. Und da ist immer ein kleiner alter Mann mit einem grauen Mantel, ohne Zähne und einer dunkelblauen Strickmütze davor gestanden. Und der ist den ganzen Tag davor gestanden und hat immer nur so vor sich hingegrinst. Und als Kinder haben wir halt wahnsinnig Angst vor dem gehabt. Ne? Also, obwohl der immer gegrinst hat, ne? Aber schon in Teilen die Tatsache, dass der die ganze Zeit vor diesem Messergeschäft steht und grinst, das war einfach beängstigend. Es war mir immer bewusst, dass ich eine Bezirksgrenze überschreite und das war für mich etwas sehr Spannendes. Und auch dieses Überschreiten des Flusses, ich glaube, das hat für mich schon eine sehr große Bedeutung gehabt. So, ich traue mich jetzt von meinem Elternhaus einen Schritt fast ins Ausland hinüber. Und wie wir dann gelernt haben, dass der zweite Bezirk eine Insel war, ist es noch spannender geworden. Wir sind eigentlich für unseren Schulweg sind wir vom Festland auf eine Insel gegangen. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass wir irgendwann einmal gelernt haben, dass im Krieg immer zuerst die Brücken bombardiert werden, um die Truppen aufzuhalten. Und da war mir dann so ein bisschen mulmig zumute, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich in der Schule bin, es bricht ein Krieg aus, die Brücke wird bombardiert und ich kann nicht mehr nach Hause. Ein beliebtes Spiel war einmal jährlich, die Schritte zu zählen. Und es wurden dann immer weniger. Nicht, weil sich der Weg verändert hat, sondern weil der Mensch gewachsen ist. Und das war immer ein kleiner Triumph, das zu vergleichen mit den anderen. Wie viele Schritte muss ich machen? Wie viele Schritte musste ich machen in der ersten Klasse? Wie ist es? Also weniger Schritte hieß in dem Fall besser. Größer, erwachsener. Ich habe das Gefühl fast, dass es das Ganze entfremdet wird, dass auch die Natur immer weiter zurückgedrängt wurde. Auch die Schule wurde einmal umgebaut bzw. erweitert. Auch da erweiterte sich der Parkplatz um einiges. Ja, man könnte vielleicht fast sagen, dass irgendwie das Gebiet auch gewachsen ist. Also je größer ich wurde, desto größer wurden die Gebäude, desto größer wurden die Straßen.
der Weg eben zum Unterstufengymnasium, da ist man dann am Borg vorbeigekommen. Und das war halt einfach nur Oberstufe, ne? Und es waren dann halt schon die Älteren, die Cooleren, die sind dann halt dort gestanden, ne? Und da ist man dann halt auch oft blöd angemacht worden und so, und da musste man halt sich vorbeiquetschen. Irgendwann habe ich es dann geschafft, also hat mir dann ein Mädchen sehr gut gefallen, und mit der bin ich dann sogar also in Kontakt gekommen, und ja, dort habe ich dann meinen ersten Kuss bekommen. Also nicht dort direkt, sondern um die Ecke praktisch in einem Hauseingang. Dieser Übergang von der Volksschule ins Gymnasium war für mich in vielerlei Hinsicht ein absoluter Bruch mit vielem. In die Volksschule bin ich zu Fuß gegangen. Das war gleich in meinem Grätzl. Das war so in meiner Hut, also in meinem Revier. Ins Gymnasium bin ich in den 19. Bezirk gefahren, also vom 20. Bezirk über die Gürtelbrücke in den 19. Und relativ bald habe ich gemerkt, es ist jedes Mal ein Übertreten in eine andere Welt. Also ich kannte den 20. Bezirk, viel türkische Community, viel jugoslawische Community. Und dann war ich im 19. Bezirk in der Billotstraße mit Einzugsgebiet vor allem aus Sievering und Grinzing und aus dem Cottageviertel im 18. Und da war ich natürlich wie so das Migrantenkind aus dem Arbeiterbezirk, aus der Brigittenau. Und das war wirklich brutal. Ich war dann wirklich viele Jahre lang Außenseiter, was einerseits mit meiner Herkunft aus dem 20. Bezirk herrührt, weil man mir schon natürlich angesehen hat, dass ich jetzt nicht nach Döbling gehöre. Weil ich hatte irgendwie nicht die Diesel-Jeans und ich hatte nicht die Panama-Jack-Schuhe, weil sich das meine Eltern einfach nicht leisten konnten, beziehungsweise weil das irgendwie auch nicht Teil unserer Lebenskultur bis dahin war. Also das war für mich wie völlig fremdes Neuland. Und was ich schon auch, also was jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Schulweg zu tun hat, aber was mir sehr auffällt, auch im Vergleich mit der jetzigen Zeit, ist, dass wir aus sehr, sehr unterschiedlichen sozialen Schichten gekommen sind in der Schule. Also da gab es eben uns aus dem 3. Bezirk, kann man jetzt sagen, relativ wohl behütet, alle von uns. Dann gab es die aus den Substandard-Wohnungen auf der Schüttelstraße. Also da eine Freundin von mir, die hat bei ihrer Großmutter aufgewachsen, weil ihre Mutter es nicht geschafft hat. Und die hatten Zimmer-Küche, kein Badezimmer. Und dann gab es wieder die Villen auf der Böcklinstraße und auf der Rustenschacher Allee, wo die ganz Betuchten gewohnt haben. Und das war völlig durchmischt. Und das finde ich jetzt im Nachhinein gesehen auch extrem gesund für Kinder. Also dass man sieht, dass es einfach unterschiedliche soziale Schichten gibt und dass man aber trotzdem miteinander spielen kann und trotzdem miteinander reden kann und sich niemand vor irgendjemandem fürchten muss. Wenn ich an den Nachhauseweg denke, denke ich komischerweise immer daran, dass es dunkel ist. Ich kann mich sehr gut erinnern beim Heimweg an den Blick in die Südosttangente hinein und an diese rot und weißen Lichter von den Autos, die so diese unendlich wirkende, leuchtende Kette bildeten. Und eben das, auch die Beleuchtung des Radwegs mit diesen sehr gelben Straßenlaternen. Ja, am Rückweg war es halt schon so, dass man manchmal halt mit jemandem anderen mitgegangen ist und nicht nach Hause gegangen ist. Und das war ja eigentlich kein Problem. Man hat dann angerufen und gesagt, darf ich dort essen? Da. Ja, kein Problem. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich einmal zu einer Freundin mitgegangen bin, die kein Telefon hatte. Und wo meine Eltern dann nicht wussten, wo ich bin. Und das war dann schon ein großes Problem, das ich mir so nicht vorgestellt hätte. Also das war dann ein Aha-Erlebnis für mich, dass meine Eltern sich Sorgen machen, wenn sie nicht wissen, wo ich bin. Da war ich noch sehr klein. Ich
Wir sind also eben von der Kariangasse zurückgegangen. Und zwar, also es gab mehrere Wege, weil der Weg zurück war meistens einer, der sich in die Länge gezogen hat, weil wir eben auch viel Zeit miteinander verbringen wollten und nicht sofort nach Hause. Wir sind manchmal auch in den Augarten gegangen und ein bisschen, also haben uns dort ein bisschen hingesetzt und haben ein bisschen gespielt. Und genau, haben da gesungen, gespielt und sind entlang der Straße einfach geschlendert eigentlich. Also wir sind nicht wirklich gegangen, wir sind sehr, sehr, sehr langsam gegangen. Ja, die Grottenbachstraße hatte auch noch einen großen Vorteil. Von der Grottenbachstraße vis-à-vis war ein Bergl, das sehr bewaldet war. Da oben war auch eine Nervenheilanstalt. Und der Rest war eigentlich so eine Art Wildnis. Das gehört auch zum Schulweg, weil wir nach der Schule natürlich dorthin sind und nicht nach Hause gegangen. Wir haben halt dann zu Hause immer erklärt, die Schule war später aus oder was weiß ich, irgendwas war hier noch dagegen. Rauchen durften wir nicht, Zigaretten konnte man sich damals nicht leisten und für einen unter 14-Jährigen war es auch nicht gehörig. Es gab aber auf diesem Berg sogenannte Rauchhölzeln. Das waren so Schlingpflanzen, die ausgetrocknet sind, durch die man Luft ziehen konnte, und wenn man die an dem einen Ende angezündet hat, hat es den Eindruck einer Zigarette erweckt, schmeckt doch das Ganze scheißlich, aber wir waren sehr stolz drauf. Ich glaube, wenn man normal gegangen wäre und die Straßenbahn erwischt hätte, wäre ich dann in der Ortliebgasse im 17. in einer halben Stunde gewesen. Ich habe dann meistens eine Stunde oder eineinhalb Stunden gebraucht, weil auf diesem Teilstück meines Schulweges runter zu U6-Station Alserstraße gab es ein Geschäft, genauer gesagt ein Scherzartikelgeschäft. Die Auslage wäre vollgeräumt mit allen möglichen Dingen, zum Beispiel diese Karten, wo je nachdem nach Blickwinkel, ob man von links oder rechts schaut, sich dann das Bild ändert, Furzkissen, was weiß ich, all diesen Sachen, die es eben ein Scherzartikelgeschäft gibt. Aber es war sozusagen eine überbordende Auslagengestaltung, die eben knallvoll war. Aber was ich am Nachhauseweg gemacht habe, war, dass ich teilweise innerhalb dieser 60er-Jahre-Wohnsiedlung, die ja ganz viele Wege und Spielplätze und Hauseingänge hat, dass ich da teilweise so zickzack gegangen bin. Auch, dass ich von Stiege zu Stiege gegangen bin und die Namen gelesen habe auf den Klingeltableaus, weil ich irgendwie neugierig war, welche Namen es so gibt auf der Welt. In Häuser, wo es keine Gegensprechanlage gab, bin ich als Kind manchmal hineingegangen und habe mir die Stiegenhäuser angeschaut und die Innenhöfe. Es gab so zwei Häuser, gründerzeitliche Häuser, so düster, mit ganz viel Stuck an der Fassade, der aber teilweise zerstört war. Und das war irgendwie von der Stimmung ganz anders als unser ganz glattes 20er-Jahre-Haus. Also das war natürlich schon sehr, sehr anders und viel größere Stiegenhäuser. Beim Rückweg konnte ich schon richtig Speed aufnehmen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich oft auch von einem erschöpften Schultag war es für mich dann eher ein, sag ich mal, ein lässiges Hinunterrollen lassen. Beim Antonsplatz gab es immer noch, da gab es einen, wir haben das Funcard genannt, das war so ein eingezäunter Fußballplatz. Da haben dann immer noch die größeren Jugendlichen haben dann noch bis tief in die Nacht gespielt. An das kann ich mich auch erinnern. Es hatte so diesen wirklich urbanen Flair. Und an den Plätzen, wo eher ältere Jugendliche unterwegs waren oder so, muss ich durchaus sagen, dass ich Angst gehabt habe. Also mir war bewusst, dass der 10. Bezirk so durchaus ein bisschen ein härteres Pflaster ist. Und ich habe auch von Freunden gehört, dass deren größeren Brüdern schon mal was passiert ist auf der Straße und so. Und da, das waren vielleicht doch auch Punkte, wo ich eben vielleicht nicht gerne stehen geblieben wäre. Ich habe mein erstes Filmdrehbuch als Neunjähriger am Heimweg von der Volksschule erarbeitet. Ich hatte damals ein absolutes Lieblingsbuch. Das war die Besteigung des Mount Everest von Sir Edmund Hillary. Und das war logistisch ganz toll. Da wird beschrieben, dass halt bis man am Gipfel ist, immer wieder neue
Lager. Und ich habe mir eingebildet, das kann man mit den Schulfreunden nachspielen. Und habe die auch im Park wahrscheinlich gequält, damit sage ich, da spielen wir mal Mount Everest-Besteigung. Und du musst aufsteigen, du bist der Sherpa und du musst wieder runter. Und bis heute ist mir die Besteigung des Mount Everest bekannt. Ich war schon auf dem Mount Everest mehrmals als Neunjähriger. Ich habe im 20. Bezirk gewohnt und ich bin im 19. Bezirk, also in einem völlig anderen sozialen Universum, zur Schule gegangen. Und die Fahrt mit dem 35A war so ähnlich, als würde ich eine Zeitmaschine besteigen. Aber in dem Fall war es halt eine Ortsmaschine, die mich eben nicht in eine andere Zeit, aber an einen ganz anderen Ort gebracht hat. Das nach Hause kommen war deswegen oft ein einsames, weil meine Eltern unregelmäßig zur Verfügung standen. Ja? Meistens war meine Mutter schon aus dem Haus und mein Vater vielleicht noch da, aber oft war auch niemand mehr da. Und wenn ich einen Schlüssel hatte, war das kein Problem. Dann habe ich mich an meine Hausaufgaben gemacht, habe Klavier geübt oder so. Oder ich bin ja eben bei der siebenköpfigen Nachbarsfamilie, die so schräg unter uns gewohnt hatte, untergekommen und konnte dann bei denen essen. Aber ich kann mich tatsächlich erinnern, dass das Heimkommen mit dem 35A, also wenn er dann sagen die letzte Station über den Donaukanal geschafft hat, dass dieses Heimkommen immer wieder so ein Aufatmen hatte und so, ach, wieder zu Hause. Also mir war die eine Welt bei aller Horizonterweiterung auf jeden Fall näher und lieber und sympathischer als die andere da drüben.